Bei den Finnish Hobby Horse Championships gab es viele verschiedene Prüfungen auf 6 Plätzen in diesem Jahr. In der Dressur gab es die Kür, eine normale Prüfung und die Dressur Championship, bei der jedoch nur Teilnehmer aus Finnland starten konnten. Die Kür war eine Freestyle-Aufgabe mit Musik. Hier gab es vorgegebene Lektionen, wie zum Beispiel der versammelte Galopp, die Passage oder Galopp-Pirouetten. Bewertet wurde neben den Lektionen der Rhythmus, die Balance in den Grundgangarten, die Ausdauer, Körperhaltung, Schwierigkeitsgrad, Musik und die Choreografie. Im Vorfeld musste man sich für die Prüfung qualifizieren. Im Springen gab es dann gleich 8 verschiedene Prüfungen. Zeit, Stil und Mächtigkeitsspringen mit verschiedenen Höhen. Für die offenen Wettbewerbe konnte man sich vom 1. März bis zum 14. April anmelden. Die Prüfungen hatten jedoch eine Startplatzbegrenzung, deshalb wurden manche Startplätze ausgelost. Die Startgebühr lag bei 18 Euro pro Prüfung. Ich bin gespannt, wer sich alles im nächsten Jahr für die Meisterschaft qualifiziert.